Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5 und heute geht es um Faszination Waffen. Lehnt euch zurück, ihr seht ein live erspieltes Gameplay auf der Map Los Santos. Genau. Und heute geht es um Faszination. Oh Scheiße! Faszination Waffen. Warum haben so viele Männer eine Faszination zu Schusswaffen? Nun ja, dafür müssen wir in die Vergangenheit des Menschen gehen. Und das war vor vielen, vielen tausend Jahren, als der Mensch noch Jäger war. Er musste seine Beute jagen. Ne? Das konnte der Fisch sein, irgendwo am Wasser, oder irgendein Kaninchen oder ein riesiges Mammut. Das war völlig egal. Man musste irgendetwas erlegen. So, und dieses Waffenteil, dieses Waffengeilfinden, das haben wir Männer teilweise noch in unseren Genen. Nein, wir haben es nicht in unseren Genen. Wir haben es in unseren Genen. Und Waffen, das ist eine riesige Faszination. Waffen sehen heute anders aus als vor vielen tausend Jahren. Eine Waffe ist heute eher so eine Art Metallkonstrukt. Ja, so sieht das nämlich aus hier. Metallkonstrukt. Und ja, so sieht das jetzt aus. Das ist jetzt eine AK-47. Und ja, im Prinzip ist diese Waffe ja auch nichts Schlimmes. Ne? Das Schlimme ist nicht die Waffe, sondern das Schlimme ist ja die Munition, sag ich jetzt einfach mal. Was die Waffe verschießt. Die Waffe an sich ist eine harmlose Sache, wenn wir jetzt natürlich über Schusswaffen reden. Da kann mir, glaube ich, jeder recht geben. Und ja, sieht das auf jeden Fall aus. Waffen gibt es in unterschiedlichen Formen. Es gibt Hiebwaffen, es gibt zum Beispiel hier Schlagwaffen, es gibt Schrotpistolen, halbautomatisch, MP, es gibt alles. Es gibt Handgranaten, die habe ich jetzt leider nicht dabei, Pistolen und so weiter. Ah, es gibt ganz viele Waffen, wie zum Beispiel auch Wurfsterne. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, das ist einfach zu viel. Aber Waffen geil zu finden, ist nichts, wovor man sich schämen muss, weil ja, ich finde Waffen auch geil. Und Waffen, warum ist eine Waffe scheiße? Ich finde Waffen cool. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Waffen findet. Ich finde Waffen sehr cool. Und ja, kann es natürlich nicht verstehen, dass manche Leute die nicht cool finden. Natürlich wird mit einer Waffe gemordet. Aber ich meine, nicht die Waffe an sich ist ja nicht das Problem, sondern eher der Mensch, der die Waffe besitzt. Ich meine, wenn psychisch kranke Islamisten eine Knarre haben, dann ist natürlich klar, dass die Unheil anrichten. Aber die könnten genauso ein Unheil anrichten, indem sie zum Beispiel mit einem Samurai-Schwert auf die Menschen losgehen. Da könnten sie auch einen riesigen Schaden verursachen. Auch enorme Opferzahlen verursachen mit einem Samurai-Schwert. Das ist ja so scharf, da musst du einmal schlagen und deine Hand ist ab oder dein Kopf ist ab. Ne? Oder man vergiftet Leute oder was weiß ich. Deshalb finde ich das immer ein bisschen problematisch, wenn man sagt, Waffen, ist ein Mordwerkzeug. Nee, ich finde, es kommt ganz klar darauf an, wer die Waffen besitzt. Dann sind die Waffen relativ sicher. Ne? So. Schau mal. Denen geht's doch gut. Also, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. EuduGamescom auf der PlayStation 4. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Und das war das Alltag in GTA 5. Bis dann. Ciao.